Moin, hallo und herzlich willkommen. Macht so wieder am Start. Und eigentlich muss ich hier, ja nicht hier, sondern kann ich überall machen. Feinde mit einer Attack Rifle auf 100 Meter erschießen. Fehlen mir noch 8 Leute. Böse. Oh, ist ja schön. Beste Freunde hier oder was? Schlaps. Ja, ich muss 250 Rucksäcke an Redman verkaufen. Das ist auch abartig blöder. 250. Schlägt das mein Herz so hoch wie das einer Beutelratte. Oh, wenn der geschossen hätte, das hätte er wehgetan. Ach man, wir kriegen wieder ja diese eine Patrone nicht raus. Warte, wo ist dein Kleben? Oh, ja, ja. Zack, zack. Zack, zack, zack und zack. Hä? Alter, sitzt er hier auf dem Sofa? Geil. Geiles Tier. Oh, ich bin schon mal total überladen.
wir schon mal dabei sind, überladen zu sein, naja, dann können wir es auch richtig machen. Die braucht ich für irgendwas. Ich glaube, für die zweite Stufe von der Shooting Range. Bin mir aber jetzt nicht so sicher, aber irgendwas war es. Das heilt auch. Regeneriere nicht. Oh, Alter. Oh. Oh. Macht einer ernst. Sehe ich überhaupt was? Ich meine, dass die was sehen, ist mir schon klar, aber ich sehe nichts hier. Mann, wie willst du denn hier was auf 100 Meter schießen? Wenn du nichts siehst. Noch einer, oder? Hä? Ich hab jetzt gedacht, da stand so eine Armseele. Ich dachte hier vorne so, aber habe ich mich wahrscheinlich geirrt. Na gut, dann stiefeln wir mal Richtung Sniper. Sieht ihn kaum. Jetzt. Jetzt ist er umgefallen. Ich
Postjob. Genau, jetzt brauchen wir bloß noch 7. Wie hat er die Granaten überlebt, Alter? Ja, ich war nun wirklich flach übers Gelände geworfen. Noch einer von euch Fußpilzen hier. Nehmen. SVD, ja, den brauche ich eigentlich auch, um meine Kills zu machen. So, warte mal, was wollte ich jetzt? Achso, die Magazine. Ja, bitte. Bläst er sich so auf, als wären seine besten Kumpels gewesen. Trottel. Zwei Sniper will sich nicht gucken lassen. Aber wir können nochmal zur Insel zurückgucken. Das Wetter ist jetzt besser geworden. Ein bisschen aufgeklärt, glaube ich, oder? Ja, denke schon. Nicht super geil, aber schon okay. Da habe ich jetzt alles eingesteckt, was ich da reinstecken wollte.
Ach ja, komm, Slack kann auch weg, siehst du. Was will ich da noch reinhauen? Die Bolts. Justieren. Und wegrollen. Ich muss da drin ins Wasser rollen. Ich habe da so meine Erfahrung. Ja, nimm da rum. Alter, halt. Aufgeklärt, aber keiner hat Bock, sich blicken zu lassen. Naja, dann. Ja, Proma, dann gehe ich halt woanders hin. Ein letzter zarter Blick. Keiner Lust. Spiegel Island. Meter wird jetzt eng hier. Das war mit der alten Map besser. Jetzt latsch ich ja schon. Gibt's doch nicht. Ist hier keine Sau zu Hause, Mann? Ja, wenn ich dann wieder drin stehe, dann kommen sie wieder angeschissen. Dann kriege ich aber meine 100 Meter nicht zustande. Jetzt fehlen mir noch 7. Ganz toll. Einen ganzen 100 Meter Kill geschafft. Hoffentlich komme ich wieder zurück. Zurück verbrenne ich mir meistens den Pelz. Oh, ist ja nicht schlecht. Übergesprungen.
ich den Mist auch nicht aus dem Fenster werfen kann. Funktioniert? Wo ist der gelandet? Oh, ist der dumm. Du sollst zum Fenster raus, du Idiot. Sitzt der im Fenster? Nein. Hinaus mit dir! Ey, das Ding ging, das Netzteil ging so schön und jetzt die anderen spinnen hier rum. So, jetzt Feuer frei. Ist der dumm. Also ich guck mal nach oben. Und raus damit. Ja. Und raus damit. Ja, wenn er am Fenster liegt, kann ich ihn bestimmt nehmen. Na wunderbar, wenn der Matze nicht clever ist, wäre dann. Ich weiß es nicht. Ich bin der cleverste Mensch in Tarkov. Aber im PvE jedenfalls. Alle anderen sind eh nur dumme Bots. Ach man. Hier ist mir damals mein Rucksack runtergerollt. Jemand hat sich beschwert. Gegenwind.
Es könnte unschön werden. Wo so hingewackelt. Da vorne lief die Nachtjacke. Was ächzte und stöhnte? Hast deine Brille? Im Bad? Im Bad? Da haben wir schon dabei, so eine Rubel zu sammeln, dann können wir auch hier mal in die Kasse gucken. Naja, sag ich doch. Ich hab dir gesehen, wie du vorne ins Bad gewackelt bist. Auf die paar Kilo kommt es jetzt mehr oder weniger auch nicht an. Oh, das brauche ich auch. Ja, nicht die Baustelle meiden und mich oben. Naja, war ja zu nah am. An der Wetterstation will ich auch nicht vorbeilaufen. Nicht, dass die anderen drei Spinner da oben sitzen. Das kriege ich zur Not noch kleiner. Die anderen Arschgeigen. Die zerreißen mich in der Luft. Zumal ich nur M855 habe. Na gut, ich hätte noch die AKM mit DP-Munition, aber ist ja auch nicht mehr. Die Magazine habe ich ja leer geklippt.
Schöne Sache. Bär aus. Nein, brauchen wir mal. Ah, ne, wir haben ja. Brauche ich ja nicht gucken. Wir haben nur den auf 100 Meter. Hier. Oh, doch, hier nochmal. Okay, dann brauche ich noch 6 Stück.